Das Rennen ist los. Das ist definitiv vorbei. Außer die failen jetzt hier nochmal irgendwie. Oder hinter mir kommt nochmal. Bin ich da? Ne, drei Leute sind noch hinter mir. Ja, gut. Was macht der denn da links? Was zum Teufel? Als ob der. Was hat der da gemacht? Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Online. Der letzte Part ist gar nicht so lange her, noch nicht mal eine Woche. Obwohl, doch, ich glaube genau eine Woche, denn ich habe den Part den letzten Jahr mit Kai aufgenommen, als er da mir gepennt hat, wo Kirmes war. Und ja, wir sind wieder im normalen WB. Was ich gleich mit zu Beginn sagen wollte, ich habe mich sehr gefreut, dass die Aufrufe wieder hochgegangen sind. Also letzte MKW-Part, da habt ihr euch echt gefreut, sage ich jetzt mal. Also ihr habt echt gefeiert, dass ich mal wieder jetzt MKW gebracht habe, nach zwei Wochen tatsächlich. Hat mich auf jeden Fall gefreut, das Video hat 250 Aufrufe jetzt schon nach, genau nach einem Tag jetzt. Vor anderthalb Stunden habe ich es einen Tag hochgeladen. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr das, ja, wieder mehr anklickt. Die Aufrufe sind ja jetzt bei vielen YouTubern extrem gedroppt, bei mir halt auch. Und auch der Abonnentenzuwachs ist ja momentan absolut im Keller. Ich weiß nicht, ob ihr das davon, also ob ihr davon schon wisst, aber es ist auf jeden Fall so, da könnt ihr mir glauben. Als Beispiel würde ich jetzt mal Giorgio nennen, das sagt er auch jedes Mal in seinen Videos und man merkt es auch, also er macht momentan, glaube ich, auch nicht mehr viele Abos. Ich habe da mal auf irgendeiner Seite nachgeguckt, obwohl man kann denen ja auch nicht mehr vertrauen. Aber er sagt sich selber, dass er nicht mehr so viel macht wie früher, also an Abos und Likes. Und ja, den YouTuber selber könnte man dann theoretisch ja schon vertrauen, ne? Gut, auf jeden Fall wollte ich das mal sagen. Danke auf jeden Fall für euren Support. Und ja, können wir gleich mit dem Thema weitermachen. Ich habe gerade, beziehungsweise was heißt gerade, ich habe am Freitag Nachmittag im Bus, als ich von der Schule heimgefahren bin, meine Kopfhörer geschrottet, fragt mich nicht wie. Dazu muss ich gleich mal sagen, meine Kopfhörer sind gleichzeitig auch mein Headset für den PC. Und ja, somit war das Ganze natürlich erstmal doppelt schlimm. Ja gut, danke Sprachfehler, aber wieder am Start. Also es war auf jeden Fall absolut scheiße, vor allem da ich erstmal keine Ersatzkopfhörer hatte. Und erstmal mit den absolut billigsten Kopfhörern, die man sich vorstellen kann, CS spielen musste. Beziehungsweise ich hätte es natürlich auch lassen können, aber meine CS-Sucht, die ist natürlich da und die will ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Auf jeden Fall hatte ich dann solche ganz alten Kopfhörer von meinen Sony Xperia N, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh mein Gott, hatten wir gerade einen Lack. Da habe ich sogar mal ein Video zugemacht auf meinem Kanal zu diesem Handy. Und zwar war da mal der Bildschirm da kaputt, also von diesem Handy, der ist auch immer noch kaputt. Das Handy ist momentan auch in meinem Zimmer. Ich würde es echt gerne mal reparieren lassen, die ganzen alten Bilder da drauf holen. Also es ist nur auf dem internen Speicher, aber ach, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall hatte ich von diesem Handy, von damals, die Kopfhörer. Und wenn wir jetzt Dritter werden, würde ich mich sehr freuen, wir werden tatsächlich Dritter. Und diese Qualität von den Kopfhörern war so grottig. Ich habe den letzten Mario Kart Wii Part, als jetzt der am Samstagabend kam, habe ich damit aufgenommen und ich dachte wirklich, ich muss den nochmal aufnehmen, weil sich die Audio so furchtbar angehört hat. Ich habe den Part dann aber im Nachhinein hochgeladen und auf YouTube hat er sich ganz normal angehört. Von daher, ja, war das nicht so schlimm. Ja, und wenn sich jetzt Leute fragen, Digga, dein Handykopfhörer sind dein Headset? Also, erstmal, es ist nicht ganz Headset, es sind einfach nur die Kopfhörer im Endeffekt, denn ich habe ja eigentlich ein Mikrofon und die Kopfhörer haben zwar auch ein Mikrofon, das ist aber deaktiviert, beziehungsweise sie hatten ein Mikrofon, solange sie noch funktioniert haben. Und ja, das war jetzt sehr gut gefahren von mir, muss ich schon wirklich sagen. Also Props gehen an mich raus. Auf jeden Fall hatte ich jetzt, ich benutze schon bestimmt ein halbes Jahr so als Headset sozusagen. Und wer sich jetzt fragt, wieso, also es war dann halt damals so, die eine Seite von meinem Headset hat nicht mehr funktioniert. Danke auf jeden Fall für die Banane. Und deswegen, ja, habe ich dann eben die Handykopfhörer genommen, habe mich dran gewöhnt, habe dann nicht mehr den Drang gehabt, ein neues Headset zu kaufen. Und ja, irgendwann vergisst man dann, dass es eigentlich kein Headset ist. Also ich meine, klar, man merkt es an der Soundqualität, man merkt es an,
an der Bequemlichkeit. Ich meine, so ein Headset, so ein warmes, polsterliches Headset ist da schon viel schöner. Den treffen wir noch hier, oder? Schade. Ich glaube, wir haben gerade unsere eigene Grüne kaputt gemacht, an unsere eigenen Grünen. Ja, moin, eine Rakete auf 7. Wie viele sind wir denn? Ich glaube, wir sind gar nicht so viele. Deswegen sind wir hier auch. Deswegen haben wir die auch bekommen, wahrscheinlich. Aber nun gut, auf jeden Fall. Ja, wisst ihr jetzt auch mal wieder was mehr? Also, ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr meine Handy-Kopfhörer gehabt als Headset. Und momentan benutze ich die Kopfhörer von meinem Vater. Der hat die mir glücklicherweise ausgeliehen, nachdem ich ihn drum gebeten habe, weil die anderen Kopfhörer so schlimm waren. Es ging echt gar nicht. Das ist aber, ich meine, es ist verständlich, die Kopfhörer sind von 2010, aber die Qualität, die diese Dinge hatten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, als ich da gesprochen habe in dem Video, hat sich's angehört, als würde so ein Dämon sprechen oder sonst was. Ich weiß auch nicht. Es war absolut furchtbar und ich dachte, aber zum Glück hatte sich der MKW-Sound auch so angehört, denn somit wusste ich, dass es wahrscheinlich an den Kopfhörern liegt. Und somit habe ich ihn dann eben auf gut Glück noch hochgeladen und ja, hat sich ganz normal angehört dann eben am Handy. Deswegen, ja, ist dann doch alles gut gelaufen. Naja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall die Woche wahrscheinlich im Mediamarkt oder Medimax heißt es glaube ich bei uns, neues Headset holen. Was für eins weiß ich noch nicht, ich werde mich da wahrscheinlich ein bisschen beraten lassen oder sonst was. Ich kenne mich damit nicht wirklich so aus. Und ich werde halt mal Kumpels fragen, was die für Headsets haben. Und ja, gut, okay, auf den dritten Stern, da kann man sich auch nicht beschweren kann man sich da normalerweise weniger. So, und wenn wir jetzt hier noch Zweiter werden, da kann man sich natürlich noch weniger beschweren. Ja moin, wir sind tatsächlich Zweiter, sehr schön. Also ich werde mir dann wahrscheinlich Dienstag ein neues Headset kaufen, denn Montag geht nicht, Montag habe ich einen Friseurtermin und jetzt fragt mich nicht, wie ich Montag einen Friseurtermin bekommen habe. Ich gehe zu einer Privatfriseuse. Ja, ja, der YouTuber hat extra Ansprüche hier. Joa, also morgen Friseurtermin, beziehungsweise für euch heute und übermorgen, also am Dienstag, dann Headset kaufen. Die Woche ist auf jeden Fall, die fängt schon mal gut an. Ist schon mal ein bisschen verplant. Ich habe heute auch wirklich absoluten Zeitmangel gehabt. Ich kriege jetzt die Aufnahme wieder mal gerade so rein. Denn wir schreiben morgen Deutsch, Russisch und Datenverarbeitung, also Arbeiten. Und Hausaufgaben haben wir natürlich in Russisch und Deutsch auch noch aufgehabt. In Russisch mal absolut nicht so wenig. Also 4 Seiten, diesen Schreibheft, wo man die Buchstaben lernt. Weiß nicht, ob wenn das einige kennen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so im Anfänger Russischkurs habt eben. Ich hatte eben auf meiner alten Schule keinen Russisch übrigens, deswegen, ja, bin ich jetzt im Anfängerkurs, aber glaube ich, habe ich schon mal gesagt, ich weiß nicht genau. Und ja, deswegen, ja. Also unsere Russischlehrerin sagt immer, es wird besser mit Hausaufgaben, ich glaube es aber irgendwie nicht. Die sagt es einfach nur, damit wir noch ein bisschen motiviert sind und die auch machen, weil das sind wirklich jeden Tag, also jedes Mal, wenn wir Russisch haben, 3 bis 5 Seiten im Schreibheft. Und da sitzt man schon mal, naja, ich will jetzt nicht übertreiben, so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde dran. Das ist natürlich schon so an einem Tag, wenn man dann Schule hat und dann so gegen, keine Ahnung, 0 Uhr pennen geht, spätestens, dann ist das schon nervig, sag ich jetzt mal. Und ja, sie sagt zwar, es wird besser, ich glaube allerdings nicht wirklich erstmal dran. Allerdings haben wir jetzt alle Buchstaben durch, also wir können jetzt das ganze Alphabet und die Zahlen von 1 bis 20. Und deswegen habe ich jetzt doch noch ein bisschen Hoffnung entwickelt, dass ich das vielleicht noch bessern könnte. Denn so die Hausaufgaben, das ist echt absolut krass. Also, aber eigentlich auch nur in Russisch halt, weil wir da so viel nachzuholen haben. Das ist halt der Anfängerkurs. Da muss man halt das Alphabet am Anfang alles lernen. Und ja, da ist das alles ein bisschen sehr viel, muss ich sagen, für den Anfang. Aber gut, ich meine, ich komme mit und ich habe bis jetzt eben diese 2 Plus. Also fast ein 1, logischerweise dann, ja, okay, Rix, du erklärst dir das Notensystem. Ja, klar, und da ist hier eine Banane. Ja, und ich bin einfach zu behindert zum Fahren, oder was? Naja, gut, komm, wir sind hier Erster und Zweiter mal geworden. Da können wir uns jetzt auch mal hier einen 8. reindrücken lassen, oder noch schlechter. Ich tippe eher auf das Zweitere. Das Zweite. Ja, kein Item, gut, okay, das Rennen ist los. Das ist definitiv vorbei. Außer die Fail jetzt hier nochmal irgendwie, oder hinter mir kommt nochmal, bin ich da, nee, 3 Leute sind noch hinter mir, ja gut. Was macht der denn da links? Was zum Teufel? Als ob der, was hat der da gemacht? What the fuck? Der ist da gerade, warte mal, der ist jetzt aber nicht wirklich. Nee, der ist 8. geworden. Ich dachte jetzt gerade, der wäre noch weiter hinter, aber der ist jetzt auf jeden Fall irgendwie aus der Strecke geflogen, sah ganz komisch aus, keine Ahnung. Ganz komische Aktion auf jeden Fall von dem Typen gerade eben. Oder vielmehr von der Typin, das ist ja ein Mädchen-Me.
Aber im letzten Mal mit Achbad hatte ich ja meine Meinung zu diesen Mädchenmies schon mal angesprochen. ja, aber auf jeden Fall kein Hate. Es ist kein Hate, es haben einige geschrieben, ja, ich habe auch ein Mädchenmies, was willst du eigentlich? Und bin trotzdem Junge, aber gut, dieses Thema will ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Was ich aufgreifen will, ist auf jeden Fall, dass wir hier jemanden mit 99.999 Punkten im WW haben. Also in unserem Raum ist jemand mit der Max-Punktzahl. Und der ist hier auf jeden Fall schon auf 1, sehe ich gerade hier. Beziehungsweise, ich weiß, dass es dieser Morten ist. Das ist der RS Bleach oder so, keine Ahnung, wie der hieß. Habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Auf jeden Fall, ich habe nur auf die Punktzahl geachtet, ja. Ja. Der ist, Alter, das ist halt schon ein ganz schöner Abstand. Man sieht halt, der Typ Firehopped wahrscheinlich, was weiß ich, mit diesem komischen Fichten-Kart-Teil da. Also, da hat man halt keine Chance als normaler Fahrer. Als normaler Fahrer in Anführungszeichen hier. Ich bin der letzte Noob, das wisst ihr ja. Ich frage mich, ob wir in diesem Let's Play noch die 10.000 Punkte knacken. Ich weiß es nicht, aber ja, über 10.000 Punkte will ich auf jeden Fall nicht in diesem Spiel hinaus mehr. Also, ich weiß nicht, ob ich dann aufhören werde, aber also hier ist auf jeden Fall sein Mate übrigens, der Typ, der vor uns fährt. Können wir gleich mal auf den Namen achten, wenn wir es schaffen. R und Y, Bleach. Ach nee, das war nicht der Bleach anscheinend. Das war der andere Typ mit 9.999 Punkten, oder? Ah, ich weiß nicht, wir sehen es ja gleich. Ja, also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob wir in diesem Let's Play noch die 10.000 Punkte schaffen, weil wir haben jetzt irgendwie 6.700, bekommen so pro Part, schätze ich mal, 50, 60 Pluspunkte. Würde ich jetzt so schätzen. Wenn ihr jetzt da genau Bescheid wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare, wie viel ich im Durchschnitt so Plus bekomme. Aber ja, ich weiß nicht, also könnten wir die 10.000 Punkte noch schaffen in diesem Display? Ich weiß halt auch nicht, wie viele Parts ich mache. Lol, wir bekommen auf 2,8. Ja, moin, weil der erste so weit weg ist wahrscheinlich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viele Parts ich mache. Ja, das habe ich am Anfang schon gesagt. Ich habe jetzt mit Mario Kart 8 sowieso wieder nur angefangen, weil mir langweilig war. Beziehungsweise, weil ich kein Game hatte, was ich noch Let's Playen hätte können. Und was mir gerade einfällt, das müsste der 10. Part sein. Jubiläum, Leute, Premiere. Ja, 10er Part. Merke ich am Ende des 10. Parts. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall schon lustig. Aber es müsste jetzt 10. Part sein. Ich gucke jetzt live im Video nach. Wartet mal. So, Mr. Rickstow. Gut, dass mein Internet so schön lädt. So. Ja, ist der 10. Part. Saison 2, Episode 9 war der letzte. Und ey, es war tatsächlich dieser Bleach. Der Typ hat 9.999 Punkte. Zieht euch das mal rein. Ich habe 6.700 Punkte. Wir haben mit 6.400 angefangen. Wir haben schon 10 Parts voll. Also der muss auf jeden Fall hart Langeweile haben. Ich denke mal aber, dass so ein Kind im Alter bis von 12 bis, oder sagen wir mal 11, 11 bis 14 oder so, wo es noch nicht so drauf ankommt in der Schule und wo die Eltern noch nicht so Druck machen. In der Zeit war ich ja auch mal, da habe ich auch extrem gesuchtet. Also kann ich auf jeden Fall verstehen. Da hätte ich wahrscheinlich in diesem Game auch 9.999 Punkte gehabt. 99.999 Punkte meinte ich natürlich. Und beziehungsweise wenn ich in dieser Zeit halt aufgewachsen wäre. Ich bin halt mit Mario Kart Wii so aufgewachsen und Mario Kart DS. Aber gut, das können wir in einem der nächsten Parts nochmal diskutieren. Das wäre es auf jeden Fall mit dieser Folge Mario Kart 8. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.